Hi, auch wenn nicht mehr ganz alle Haare da sind, ich so ein bisschen eine frische Frisur habe, bin ich Philipp. Es ist Digifernunterricht und ich wurde gefragt von Janine, danke sehr für deine Frage, was denn so Ideen sind zu einer Abschlussstunde. Was sind Klassen, die uns über Jahre ans Herz gewachsen sind, die wir teilweise gar nicht mehr im Schulzimmer sehen, sondern für die wir jetzt im Fernunterricht auch Ideen für eine letzte Schulstunde entwickeln müssen. Und das sind teilweise Stunden, die im Fachunterricht stattfinden, sind teilweise Klassenlehrerinnen, Vertrauenslehrpersonen, die hier Abschlussstundenideen suchen. Und ich habe mal ein bisschen rumgefragt im Netzwerk, gestöbert und ein paar Ideen zusammengetragen. Dazu habe ich eine Infografik gemacht, die man auch teilen kann. Ich verlinke die dann auch unten. Es ist unter einer CC-Lizenz erschienen, mit der man sie einfach benutzen kann, wenn man nicht so tut, als hätte man sie selber gemacht. Ich beginne hier. Ich habe das heute auf Instagram gesehen bei einem Schüler. Ich habe es hier verlinkt. Der hat aus einer Videokonferenz ein Klassenfoto gemacht und die Idee kann man natürlich noch ein bisschen aufpeppen. Also man kann machen, dass sich alle verkleiden, man kann sogar vielleicht ein kleines Motto ausgeben. Viele Klassen in der Schweiz haben in den letzten Schulwochen auch so Verkleidungsthemen gemacht und da könnte man natürlich was Lustiges draus machen, vielleicht sogar mehrere solche Bilder machen, so eine ganze Serie, die entsteht, wenn alle sich verkleiden und dann entsprechend posieren an einem richtigen Ort. Das ist vielleicht auch noch ganz lustig zu sehen. Wo geht man denn hin? Wo versucht man? Also vielleicht macht man so ein Bild als, ich bin jetzt die Streberin und versuche jetzt ganz eifrig, ich nehme mir da so ein Buch vor und versuche dann so drin zu lesen oder ganz pflichtbewusst das zu tun, was ich tun sollte. In einem anderen Bild bin ich auf der Party und zeige so meine wilde Seite, dann mein Hobby, wenn ich lästere und so weiter. Das wäre alles ganz schön möglich. Und wenn man es dann mit Zoom macht, dann hat man das Bild der ganzen Klasse, dann hat man diese vielen kleinen Fenster, kann dann ein Bild machen, auf dem dann alle auch drauf sind. Da könnte man natürlich viele andere Ideen machen. Also man könnte mit Zoom auch alle sagen ein Wort und kommen dann so in einem, so geht dann recht schnell, werden aufgenommen für einen kleinen Film. Da geht ganz vieles, was man da spielerisch auch mit diesen Formaten machen kann, was uns einen Eindruck ergibt und dieser Eindruck entsteht vielleicht aus einer gemeinsamen Aktivität. Das wäre so die erste Idee. Dann gehe ich da gleich nach rechts, das habe ich auf Twitter mitgeteilt bekommen. Warme Dusche, das ist grundsätzlich eine Aktivität, bei der mit Zetteln oder auch mit direkten Aussagen Komplimente verteilt werden für jede Schülerin, jede Schüler. Man kann auch sagen, was kannst du gut, was hast du gelernt, wie hast du dich positiv verändert in den letzten Jahren, was waren Eindrücke, die wir hatten, die wir jetzt nicht mehr haben. Einfach positive Dinge, Wertschätzung jemandem mitgeben und dann kann man das so machen, dass alle drankommen und alle beteiligen sich, denken sich etwas aus. Das muss natürlich ein bisschen vorbereitet werden. Das sollte nicht so im Moment passieren, sondern so, dass man dann auch wirklich originelle Dinge sagen kann. Vielleicht macht man auch Zeichnungen, kleine Geschenke füreinander, dass man sich was mitgibt auf den Weg. Das Gegenteil davon ist mir dann in den Sinn gekommen, das wäre der Klassenroast. Ein Roast ist ein Comedy-Format, bei dem man sich versucht zu beleidigen, Scherze auf Kosten anderer macht. Das hängt stark vom Vertrauen ab. Das geht natürlich nur mit Klassen, bei denen man so eine gewisse Reife erwarten kann, dass das nicht unter die Gürtellinie geht, dass nicht wirklich verletzende Dinge gesagt werden. Aber vielleicht kann man auch sagen, erzählt mal lustige Dinge, die alle gemacht haben, erzählt Anekdoten von Personen. So die Idee ist nicht, hier geht es wirklich darum, Komplimente zu verteilen, Wertschätzung zu geben und der Klassenroast könnte sein, lachen wir doch so ein bisschen miteinander über das, was in den letzten Jahren passiert ist. Also da findet man sicher auch ganz gute Ideen. Dann wäre die digitale Abschlusszeitung. Ich habe noch solche Abschlusszeitungen. Jetzt müssen wir uns fast größer zeigen. Also das ist der 4C Joker von hier. Man sieht, was 3 Franken hat es gekostet, 1993. Und da hat es auch ein Bild von mir drin. Das hat jetzt noch nie jemand gesehen im Internet. Achtung. Das haben die da gemacht. Und wir haben alle
dann über uns Dinge geschrieben. Also wir haben hier hat so eine klassische Bravo-Fotogeschichte. Dann hat es hier Porträts von allen. Also ich wage es da noch einmal kurz durchzugehen. Bei mir steht, ich sei ein begabter, intelligenter Schüler und ein leidenschaftlicher Fußballer. Ja, und man muss nur dann aufpassen, wenn ich mit gebauten Lippen, zusammengepressten Lippen und geballten Fäusten auf jemanden losgehe. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber hier steht das dann so drin. Und wir haben alle übereinander solche Porträts geschrieben und mit einer kleinen Redaktionskonferenz kann man natürlich eine digitale Abschlusszeitung entwerfen. Also sollten Porträt von jeder Schülerin, dem Schüler drin haben, dann vielleicht Porträts von Lehrkräften und so weiter. Und man präsentiert sich dann diese Seiten, man gibt sie dann einander, man liest sie vielleicht vor und kann dann so diese Zeitung präsentieren, die man dann auch ausgedruckt vielleicht in einem schönen Druck allen zuschicken kann. Und dann hat man wirklich noch was in den Händen, was jetzt nicht Teams oder Videokonferenz ist, sondern was man auch ausgedruckt wirklich sich anschauen kann. Ich denke, gerade für den Deutschunterricht ist das eine schöne Idee. In 10 Jahren. Das ist Adrianes Idee, die mir sehr gefällt. Sie hat auch noch andere Ideen. Wenn ihr auf ihrem Twitter-Konto schaut, dann findet ihr die. Etwas, was dann rechts steht, Spiele, das geht auch auf eine Idee von ihr zurück. Aber in 10 Jahren ist ihre Idee zu sagen, machen wir so die erste Klassenzusammenkunft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das ein Helvetismus ist, wie man in Deutschland sagt, wenn man sich wieder trifft nach Jahren. Also wir treffen uns jetzt in 10 Jahren wieder und alle verkleiden sich als das, was sie dann geworden sind und kommen zusammen und sprechen dann so darüber, wie war das damals, als wir noch in dieser Schule waren und spielen dann so ein bisschen aufgetakeltes Spielen. Das kann total lustig werden, wenn man so mit Requisiten und man schminkt sich dann vielleicht auch so ein bisschen, dass man älter aussieht oder zieht sich ein Jackett an. Da gibt es ganz sicher ganz viele Ideen, wenn man das dann wirklich auch in dieser Rolle auch tatsächlich durchspielt. Ich denke, auch die Lehrkräfte können das sehr gut begleiten und die werden dann als Gast eingeladen zu dieser Zusammenkunft und können dann auch ein bisschen Scherze vielleicht über die Schülerinnen und Schüler einstreuen, haben vielleicht auch einiges auch total wieder vergessen oder verzerrtes Gedächtnis. Und da gibt es ganz viele lustige Möglichkeiten. Und zuletzt Spiele sind für mich der Klassiker. Ich habe viele Klassen, mit denen ich so ein Werwolf-Spiel-Ritual am Laufen habe. Das kann man sehr gut dann auch über Videokonferenzen spielen. Ich habe kürzlich mit Adriane über Cards Against Humanity nachgedacht und das gespielt. Wenn ihr es nicht kennt, googelt es. Es gibt das ganze Spiel auf Deutsch kostenlos im Netz. Man kann Charades spielen zusammen. Man kann auch dieses, bei House Party gibt es auch dieses Spiel, wo jemand ist ein Prominenter, eine Prominente, die anderen müssen herausfinden, wer man ist. Da gibt es ganz viele Spiele, die man auch ganz gut in Videokonferenzen spielen kann. Und das hängt natürlich von der Klasse ab, was spielen die überhaupt gerne, geht das auch gut mit allen, die dabei sind. Und ich denke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man da auch was Unterhaltsames machen kann, woran man sich dann später gerne noch erinnert. Jetzt ist so wie immer, ich habe gearbeitet, ich habe auch einige von euch gefragt, ich habe Ideen zusammengetragen, aber vieles fehlt. Ihr habt sicher weitere Ideen, kommentiert bitte gerne auf Twitter, kommentiert da unten, wenn ihr weitere Ideen habt. Wenn ich die Grafik noch erweitern kann, würde es mich sehr freuen. Vielleicht gibt es noch eine zweite Seite, eine zweite Folge. Würde mich freuen, wenn ich noch weitere Ideen teilen könnte. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.